Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Ihrem Orientteppich-Wasch- und Reparaturspezialisten aus der Speicherstadt. David Rosenberg, Ihr Orientteppich-Experte seit 1960. Einen wunderschönen guten Abend und recht herzlich willkommen zur Oriental. Liebe Freunde, es ist früh am Sonntagmorgen, auch wenn ihr jetzt zur späten Uhrzeit euch die Sendung anschaut. Aber wir sind wieder einmal unterwegs, diesmal mit dem Bedomobil. Ja, das ist ein Land Rover Discovery mit freundlicher Unterstützung von Hugo Fohr. Wir wollten mit einem coolen Auto unterwegs sein, denn wir holen gleich in Eppendorf Miss Hamburg 2016 ab. Noch sind wir hier auf der Hallerstraße, aber es geht los. Ich geselle mich schon mal in mein Auto. Zwei Stationen stehen nämlich heute auf dem Plan. Liebe Freunde, mit Vera Weimer treffen wir uns gleich in der Elita Beauty Lounge. Ja, denn dort wird sie hübsch gemacht, so wie es sich für eine Miss Hamburg 2016 gehört. Und danach fahren wir nämlich nach Bergedorf zu Pamukkale und werden es uns noch mal gut gehen lassen und lecker essen. Also ich schalte schon mal ein. Ja? So, der Motor wird gestartet, liebe Freunde, und dann heißt es Gang einlegen bei diesem Automatikgetriebe und los geht's. Ab geht's nach Bergedorf, zweite Station, erste Station von der Hallerstraße Richtung, in diesem Falle Eppendorf Richtung Elita Beauty. Wir geben mal ein bisschen Gas, liebe Freunde, und währenddessen schaut ihr euch mal die erste Mats an. Und zwar kommen die natürlich direkt von der Miss Hamburg Wahl 2016. Hier einige Impressionen für euch. Und danach sehen wir uns natürlich in der Elita Beauty Lounge, denn dort wartet Vera Weimar, die aktuelle Miss Hamburg 2016, auf uns. Viel Spaß. So sieht's aus, mein lieber Kollege Bedo. Wir sind vor den Mozartsälen und hier geht es gleich los mit der Misswahl. Kalte Misswahl 2016. Wir gehen ganz schnell rein und schauen heute nämlich hinter die Kulissen. Ja, während ihr da drinnen irgendwo im Warmen sitzen könnt und euch nett unterhält, werden wir natürlich hinter die Kulissen schauen und wollen mal gucken, wie eigentlich so eine Miss Hamburg-Wahl abläuft. Ja, was genau passiert da? Gibt es Zeckenkrieg, Zeckenalarm? Und es ist auf jeden Fall spannend und lustig. Lasst uns reingehen. So, so sieht's aus. Liebe Freunde, wir sind in den Mozartsälen. Ja, es ist immer so leise, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Und da hinten, in der sogenannten, in dem Hanseatenzimmer, da hinten, da sind die Missen drin, ne? Da müssen wir nämlich rein. Aber bevor wir reingehen, habe ich mich auch hübsch gemacht heute. Und das darf ich ja mal heute zeigen, ja? Ich habe mich ja extra hübsch gemacht. Warte, ich lege das Mikro mal kurz weg. Nicht wundern. This is a man's world. This is a man's world, nah. But it won't mean nothing, nothing. So, liebe Freunde, ich bin fertig für die Missen. Haben wir heute schick gemacht. Und ich denke, jetzt können wir mal da rein. Kannst du mal hinschwenken, Felix? Guck mal, da hinten rechts, der Raum von Hanseatenzimmer. Kleiner Mozartsaal, großer Mozartsaal. Da drin sind die Missen. Da gehen wir jetzt mal rein und schauen mal, wie es dir geht. Los geht's. So, liebe Freunde, das ist jetzt dieser sogenannte magische Ort, ja? Weil hier sitzen alle Misskandidaten und werden hübsch gemacht. Ich meine nicht, dass sie es nötig hätten, ja? Die sind eh alle wunderbar und wunderhübsch, aber hier sitzen die neun jungen Damen, die heute natürlich mit der Hoffnung hierher gekommen sind, als Erste zu gehen. Aber mein Lieblingssatz bei so einem Wettbewerb lautet ja immer, wenn man im Nachhinein sich mit den Missen unterhält, dann heißt es, Hauptsache dabei sein. Ist ja so der Ansatz. Käse, wir kommen hierher und wollen Erste werden. Ja, ist ja nun mal. Aber man will ja Bescheidenheit zeigen und präsentieren. Understatement ist so Motto des Tages. Ich weiß natürlich nicht, wer ist. Ich muss sie als erstmal heute kennenlernen. Alle neun sind auf jeden Fall hier, ruhig. Kein Zickenalarm. Eigentlich dachte ich so, die Fetzen fliegen, die Krallen sind raus und dann geht's hier los. Aber nee, ist super entspannt. Guck mal, da hinten wird eine Miss schon mal fertig gemacht. Hi. Hallo. Wer bist du? Ich bin Madeleine. Madeleine, jetzt muss ich dir die Frage stellen, welche Nummer hast du? Ich habe die Nummer 4. Okay, Madeleine, das ist Nummer 4. Normalerweise, wenn man auf der Straße eine Frau kennenlernt und sagt, welche Nummer hast du, hat man eigentlich die Mobilnummer, aber heute ist eigentlich nur die Startnummer damit gemeint, nur zur Info. Das ist Nummer 4. Dann haben wir hier vorne eine ganz hübsche. Hallo. Hallo.
Sie darf sich nicht bewegen. Felix, komm doch mal rum, damit man sie auch sieht. So, wer bist du? Ich bin Nathalie. Und du bist die Nummer? 3. Nathalie ist die Nummer 3. Cool, ich kann ja auch Nummern raten ein bisschen heute. Die blonde, süße, sympathische Dame, die die Augen nicht aufmachen darf. Felix kann ja einmal rumkommen, ich drehe mich auch in diese Richtung. Ich rate, du bist Nummer 7. 8, fast. Wer bist du? Diana. Diana. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Nummer 8, ihr lernt sie alle kennen. Und du bist? Ich bin die Nummer 6. Du bist die Nummer 6. Und heißt? Jessica. Jessica ist die Nummer 6. Namen müsst ihr euch nicht merken. Einfach Nummern merken. Ist einfacher. Es wird, glaube ich, heute für die Jury nicht einfach, behaupte ich, wenn man diese ganzen netten, guck mal, ist das das erste Essen so nach 3 Wochen? Nein. Achso. Ja, ich habe gehört, Missen dürfen ja nicht viel essen. Die müssen immer so auf Low Carb und keine Kohlenhydrate. Guck mal, ich sehe da nur Reis und so. Das ist irgendwie gefährlich. Das ist gesund. Achso. Ja. Verstehe. Wer bist du? Ja, was essen. Svetlana. Nummer? Nummer 5. Nummer 5. Du bist die Nummer 5 und du bist? Ich bin Pia, ich bin die Nummer 9. Nummer 9. Das ist Pia, das ist die Nummer 9. Winkt doch mal in die Kamera, ihr Hübschen. Seid doch mal ein bisschen nett zu unseren Zuschauern. Die freuen sich ja. So, 2 habe ich noch, 2 habe ich noch. So, du bist? Hallo, ich bin Luisa. Luisa, und du bist Nummer? Ich sag's nicht mehr. Die 1. Ah, Nummer 1. Ist das auch so Ziel einer Miss-Kandidatin, wenn man hierher kommt? Sei ehrlich, aber Hand aufs Herz, ja? Ja, ich glaube, das ist das Ziel von jeder Kandidatin. Oder wenigstens einen der ersten 3 Plätze. Definitiv. Ja. Pass auf, ich stelle jetzt eine Frage, nicht falsch verstehen. Welche Miss findest du hier voll doof? Gar keine. Ich mag alle gerne. Schleimer. Ja, ich gehe dann mal. Pia, viel Glück. Ja, und du bist? Hallo, ich bin die Anastasia. Du bist Nummer? Ich bin die Nummer 7. Nummer 7. Anastasia, die Nummer 1 sagte, die findet dich nicht nett. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Bin ich süß? Stimmt nicht. Nein, stimmt natürlich nicht. Die verstehen sich alle super. Und du bist? Hi, ich bin die Vera und ich bin die Nummer 1. Ich dachte, du bist die Nummer 1. Ich habe aufgepasst. Hallo, da hinten sitzt die Nummer 1. Guck mal, das ist so dieser Wunsch. Nee, das ist der Wunschgedanke. Ich bin die Nummer 1. Da steht endlich jemand mal zu seiner Position. Nummer 1. Nein, du bist die Nummer? 2. 2. Und du heißt? Vera. So, jetzt haben wir es alles geklärt. So sind wir angekommen, liebe Freunde, hier Schramsweg Nummer 4 in Eppendorf, direkt vor der Elita Beauty Lounge. Und hier wartet nämlich Vera Weimer, unsere aktuelle und frisch gekürte Miss Hamburg 2016 auf uns. Ich denke, Ladies können ja kaum warten, also ich gehe mal davon aus, die hat bestimmt mit irgendetwas schon angefangen. Egal ob Maniküre, Pediküre, Gesichtsbehandlung, hier bekommt man ja alles. Wir gehen schon mal rein und gucken mal, wo Vera sich gerade befindet. So. Drin ist es auf jeden Fall wärmer als draußen, liebe Freunde. Ich meine, Hamburg ist nun mal kalt, aber das soll uns nicht daran hindern, heute für wohlige Gefühle zu sorgen. Ja, in so einer Beauty Lounge hat man natürlich die Möglichkeit, sich ein bisschen zurückzuziehen, sich vorzubereiten auf ein schönes Wochenende, möglicherweise, oder auf den coolsten Moderator der Welt. Ja, so ist das. Eigenlob stinkt, aber ist mir egal. So, Vera sitzt nämlich schon da drüben, Gesundheit, und muss schon niesen. Das liegt wahrscheinlich an den kalten Temperaturen. Vera ist hier, unsere Miss Hamburg 2016. Ich freue mich. Hallo. Hallo. Ja, was würden die Frauen machen, wenn sie nicht die Männer hätten? Dann muss man sogar so eine... Gott sei Dank haben wir nicht. Ja, so sieht's aus. Vera, ich freue mich, dich zu sehen. Wie geht es dir? Ja, soweit ganz gut. Ja, jetzt sind ja so knapp 2 Wochen vorüber über der Miss Hamburg-Wahl. Ist die Aufregung und die Nervosität noch vorhanden oder hat sie das alles gelegt? Die ist noch vorhanden eigentlich. Und vor allem die Freude auch auf das weitere Miss Germany Camp. Mit welchen Hoffnungen geht man eigentlich an so eine Miss Hamburg-Wahl ran? Was sind so die ersten Gedanken, wenn man sagt, okay, ich bin bereit, mich für so eine Miss Hamburg-Wahl zu bewerben? Ja, einfach auf der Bühne wieder zu stehen. Und das habe ich irgendwie vermisst gehabt. Und aufzutreten vor Publikum, das hat halt Spaß gebracht und das wollte ich unbedingt mal wieder machen. Ja. Muss man sehr eitel dafür sein eigentlich? Wie bitte? Wie meinst du das denn? Ja, muss man so viel Selbstbewusstsein und so viel Eitelkeit haben, dass man sagt, erst dann kann man an so einer Miss Hamburg... Überhaupt nicht. Nein. Teilnehmen. Nein.
Muss man nicht. Vera ist überhaupt nicht eitel. Nein. Überhaupt nicht. Na, sieht man ja, ne? Weil wir sitzen hier nämlich bei Alina und Alina macht die erste Runde, wollte ich sagen. Mhm. Maniküre? Ja, das ist die Maniküre. Jetzt ein bisschen auch Verwöhnungsprogramm mit Massage. Okay. Dauert so eine Runde dauert ungefähr wie lange eigentlich immer? 45 Minuten ungefähr. 45 Minuten? Meine toller Hände Tag. So entspannt. Ich finde, meinen Gästen geht es immer gut. Sowieso. Ja, wir machen immer mit den Missen, machen wir immer solche Aktionen. Ich habe immer das Gefühl, denen geht's gut. Ich kriege nie was ab. Das Schlimmste ist, die Missen du kriegen danach auch noch Geschenke. Ich brauche auch eine Gäste. Guck mal, ich werde nervös. Mama Massage. Freude, ne? Ja! Ich kriege auch eine Massage. Ja, freue ich mich ja heute. Also umsonst. Wow. Ich finde, Felix und Melissa, wir sollten öfter für eine Produktion hierher kommen. Ab jetzt jeden Sonntag drehen wir hier eine Sondersendung. Aber nicht übertreiben, ja? Ja, Entschuldigung. Machen wir nicht. Nee, machen wir nicht. Nächste Woche ist, glaube ich, Zeit für das Missencamp. Genau. Dann bist du weg. Wo geht's hin? Es geht nach Europapark im Rust. Ja, ziemlich weit unten in Deutschland. Ist das etwas, worauf man sich sehr freut? Ist das etwas, wo man noch ein bisschen sagt, die Unsicherheit fährt da ein bisschen mit? Also Freude ist auf jeden Fall vorhanden. Das ist klar, weil das ist komplett was Neues. Man fliegt weg, man lernt die ganzen anderen Gewinnerinnen kennenlernen. Mhm. Ne? Und ja, und ansonsten natürlich ist man auch sehr aufgeregt davor, weil man die ganzen Sachen, man eine ganze Checkliste bekommt, was man alles einpacken, mitnehmen muss. Und dann hat man natürlich Angst, irgendwas zu vergessen oder irgendwas nicht zu kaufen. Und dann fehlt dies. Deshalb ist die Aufregung da, ja. Wie haben eigentlich deine Eltern darauf reagiert, als du Miss Hamburg geworden bist? Ja. Hand aufs Herz. Haben sich gefreut oder haben gedacht, Mann, Mädel, musst du das wirklich machen? Also mein Papa hat sich erstmal so, okay, ja, siehst du? Ne? Aber im Endeffekt hat er sich gefreut. Okay. Ne? Und meine Mama hat es erstmal nicht verstanden. Per WhatsApp habe ich ihr eine Voicemail rübergeschickt. Und sie dann so, wie jetzt? Im Ernst? Mhm. Und ich so, ja, sie so, okay, krass, oh Gott, ich fange jetzt an zu heulen. Ne? Hat sie wirklich gemeint und vor Freude. Mhm. Ja, ich so, Mama, okay, alles gut, übertreib nicht. Aber ja, sie hat sich auf jeden Fall sehr gefreut. Warst du die ganze Zeit bewusst, dass du eigentlich gewinnst? Ich habe es gehofft, auf jeden Fall. Also das kann man nie wissen, ne? Aber gehofft schon. Den inneren Wunschgedanken, dazu gibt es nachher noch eine kleine Auflösung, liebe Freunde. Aber das kommt später, das kommt noch später. Ich glaube, vielleicht als erstmal die nächste Matz. Steht die eigentlich schon an? Ja, ne? Ne, steht noch nicht an. Ja, wir sind entspannt. Ja, pff, ist alles gut. Ich muss ja mal ab und zu in die Runde gucken, wegen der Zeit. Weil meine Leute sind sehr penibel bei solchen Aktionen. Aber sollte ja so sein. Bei der Misswahl waren ja 9 Mädels dabei. Wir waren zwar ein bisschen im Backstage, haben mal ein bisschen reingeschnuppert. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war ein bisschen so Action. Das war alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Voll langweilig. Ja, bitte. Warum denn? Mir jetzt leid für dich. Ich dachte, da gibt es so Zickenalarm. Oder ist das, muss das so sein, dass man sich gut versteht? Es muss nicht so sein, aber ich glaube, es ist für jeden einfach nur besser. Und die Nervosität steigt dann auch nicht. Und man geht mit einer erleichterten und gute Motivation auf die Bühne, wenn da kein Zickenkrieg da ist. Das okay. Ist für jeden besser, für alle. Mit wem hast du dich denn am besten verstanden eigentlich? Mit uns. Nein, alle Mädels waren super lieb und super nett und ich habe mich mit allen gut verstanden. Und am meisten habe ich mich einfach auf mich selber konzentriert vor dem Auftritt. Immer diese Diplomaten. Ehrlich. Aber egal, was soll's. Wir haben, es hat was gebracht. Ja, das stimmt. Es hat auf jeden Fall was gebracht. Wir haben noch einige Impressionen für euch daheim. Ja, ein bisschen hinter die Kulissen geschaut. Das haben wir mit meinem Team. Und während hier Vera, welche Farbe ist das? Super Teufelsrot? Rot. Hexenrot bekommt. Ich schaut euch noch einige Impressionen von der Miss Hamburg-Wahl 2016 an. Die Wahl steht an. Liebe Freunde, ich klinke mich ganz kurz aus und Felix zeigt euch mal ein paar Missen aus der Nähe. Don't know if you got a girl. Don't mean to disrespect, but
Liebe Freunde, befinden wir uns gerade und hier ist, wie ihr seht, nichts los. Nee, ist auch noch nichts los, weil wir sind ja noch in dieser sogenannten Aufwärmphase. Ja, die Missen haben wir uns ja mal angeschaut. Alle noch sehr entspannt, muss man sagen. Sehr ruhig, sehr gechillt, kein Stress. Hier steht soweit die Bühne, der sogenannte Catwalk. Da hinten rechts kommen dann die Missen quasi aufs Podium und werden sich dann nacheinander zeigen und präsentieren. Das bedeutet heute einmal selbstverständlich Bikini und Abendkleid. Ja, das sind so die zwei wichtigsten Elemente am heutigen Abend. Und da entscheiden die Juroren, die da hinten sitzen. In diesem Falle sind es heute Abend 9 Personen. Die werden dann heute darüber entscheiden, wer die schöne Stadt Hamburg für die nächsten 365 Tage repräsentieren kann und darf. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend und ich glaube, es wird auf jeden Fall auch sehr interessant, mal auch hinter die Kulissen zu blicken. Noch, wie gesagt, ist alles gechillt, entspannt, aber schauen wir mal. Das Lampenfieber steigt ab dem Moment, wo die ersten Zuschauer reinkommen. Das könnt ihr mir glauben. So sieht's aus, liebe Freunde. Fotocall ist gerade angesagt. Das bedeutet natürlich, dass die ganzen Gäste sich einmal präsentieren müssen. Und zwar vor dieser Fotowand. Und das bedeutet immer artig lächeln und winken. Lächeln und winken. Lächeln und winken. In diesem Sinne, weiter lächeln. Ich komme mir vor wie Mr. Zoolander. So, wahrscheinlich sind wir hier in der Wohlfühloase pur. Ich möchte mich an dieser Stelle, Vera, mich herzlich bei dir bedanken. Wenn es dich nicht geben würde, dürfte ich sowas auch nicht mitmachen. Ja, wieder gern. Weil mir hat das ja keiner angeboten. Irgendwie. Ich weiß ja nicht, was ich falsch mache. So, was passiert denn heute hier eigentlich? Wir machen ein bisschen Entspannung für euch. Auch etwas hautstrafend, wenn man so ein bisschen frischer aussieht. Hautstrafend, frisch aussehen. Ja, dann kann ich auch aufstehen. Das möchte doch jeder, oder? Ja, ich brauch's nicht. Hallo? Bitte dich. So, und um mich kümmert sich die liebe Anna. Ich weiß zwar nicht, was auf mich zukommt, aber ich freue mich. Wie oft machst du sowas eigentlich, Vera? Bist du so regelmäßig auf Wellness-Urlaub, Wellness-Tour? Also eigentlich nicht so regelmäßig. Ich wünschte es mir, es wäre regelmäßig. So eine Gesichtsbehandlung mache ich auch zum ersten Mal. Bin auch schon gespannt. Aber sonst Sauna, dann Aufguss in der Sauna, das ist schon ganz cool. Hm. Ja. Das ist eine schlechte Position, um Interviews zu führen, ehrlich gesagt. Fällt mir gerade auf. Wenn man hier so liegt, da kommen einem noch nie mal die Fragen. Also ich habe die Hälfte der Fragen schon vergessen heute. Sag mal, Vera, wenn man, sagen wir mal, du gehst einkaufen. Bist du eigentlich so eitel, dass du auch, wenn du einkaufen gehst, immer dich voll auftakelst mit Stöckelschuhen und Kleidchen und... Aber natürlich, ich bin auch eine Frau. Es muss sein. Aber kann man dich auf der Straße auch mal in Jogginghose finden? Hm? Kann man dich auf der Straße auch mal in Jogginghose antreffen? Nur beim Joggen. Nur mein Joggen, verstehe. Nein. Ah, verstehe. Oh. Also ab und zu beim Einkaufen oder schnell was vergessen, dann laufe ich auch mal mit Jogginghose raus. Okay. Sogar sehr gerne, ist ja gemütlich. Ja, das stimmt. So, der Bedo ist gleich out of order, liebe Freunde. Also falls ihr noch Fragen habt, dann jetzt her damit.
Hier kann man einfach nur die Bilder für sich sprechen lassen. Also wenn ihr das mal erleben wollt, liebe Freunde, schaut mal hier vorbei. Schramsweg Nummer 4. Nee, ich bin noch da. Ansonsten könnt ihr auch das Ganze gerne per Mail machen. Ja, ich glaube info@elita-beauty.com, richtig? Korrekt. Ich habe auch 3 Tage dafür geübt, um mir diese E-Mail-Adresse zu merken. Vera, wenn du jetzt zu den Miss Germany-Wahl gehst, ja, und du hast dich darauf vorbereitet, wie bereitet man sich darauf vor? Gibt es so etwas Bestimmtes, wo du sagst, auf diese eine Art oder auf die eine Art oder Weise muss ich mich darauf vorbereiten? Kann man das überhaupt? Je nachdem, hängt von dem Menschen ab sozusagen. Für mich ist es einfach nur ganz wichtig, auf sich jetzt zu achten, viel zu pflegen. Irgendwie versuchen auch öfters mal zu entspannen, damit man erholt aussieht und ja, entspannt. Wir werden ja gleich zwar noch essen gehen, aber eine Frage habe ich ja dann noch. Achtest du sehr, bist auch penibel, was Nahrung anbelangt? Ich bin nicht penibel, nee. Obwohl, denn Burger oder wie? Ja, Burger, natürlich, das macht auch glücklich. Man muss glücklich sein, damit man irgendwie auch, zählt auch zur Schönheit. Man muss glücklich sein und dann ist man auch gleichzeitig schön. Das sieht dann jeder, ne? Ich glaube, die innere Schönheit, die reflektiert dann auch quasi nach draußen so, glaube ich. Ja, das spielt schon eine große Rolle. Und Sport? Wahrscheinlich 5-mal in der Woche, 3 Stunden täglich. Übertreib nicht, Bedo. Ja, ich spreche auch von mir. Nein, Sport, also alles im Maßen, würde ich sagen. Also, weil das Ding ist, wenn man jetzt irgendwie sich auch die ganze Zeit strapaziert und die ganze Zeit darauf achtet, Sport, 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 Ernährung, 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 dann ist man irgendwie viel zu belastet, finde ich. Man muss einfach nur das alles locker eingehen. Mal zum Sport gehen, natürlich, das darf auf jeden Fall nicht fehlen. Und auf die Ernährung auch einigermaßen achten. Also, ich achte jetzt schon ein bisschen mehr drauf als davor. Aber es ist jetzt nicht so, wenn ich mal mit meinen Freundinnen jetzt irgendwie ein Burger essen gehe, dann ist es nicht so, ah, nee, jetzt bitte einen Salat, ne? Ist nicht so. Dann kann man auch einen Burger verdrücken. Verstehe. Und zur Behandlung natürlich gehen. Und zur Behandlung, ja, ich glaube, das muss man ja wirklich machen. Was machst du denn hier eigentlich alles mit uns, Alina? Das ist so jetzt als erstmal so Gesichtsmuskulatur auflockern oder was ist das? Genau, also die Gesichtsmassage, das ist allgemein sehr gut so für die Durchblutung, für die leichte hauttrafende Effekt. Aber grundsätzlich, wir machen ganz viele medizinische Behandlungen und seit letzten fast 9 Jahren, wir sind spezialisiert auf Hautstraffung. Es gibt so mehrere Sachen, was man so machen kann. Oder ganz jung oder etwas schon reifer mit 50 oder mit 60. Man kann einiges machen. Also, liebe Leute, kommt vorbei. In 3 Tagen seht ihr auf jeden Fall 20 Jahre jünger aus. Das kann ich euch versprechen. Also bei Alina 20 Jahre wird eng. Aber ja, bei mir eigentlich auch. Ich bin auch gerade zarte 25. Ja, dann werde ich ja so aussehen, als wäre ich gerade 1 Jahr alt. Ja, eben drum. Wir lassen uns gut gehen. Einige Impressionen und Bilder für euch, liebe Freunde. Und danach steht die Werbung an. Also dranbleiben. Bitte. Willkommen zurück bei Oriental Night, liebe Freunde. Wir sind weiterhin mit Miss Hamburg 2016, Vera Weimer, hier bei Alina zu Gast. Hallo. Guten Abend. Elita Beauty, ja. Sind wir, wenn ihr mal vorbeischauen wollt, einfach Schramsweg Nummer 4 aufsuchen oder auch gerne auf ihrer Website mal vorbeischauen und sich mal genau die Sachen mal anschauen, was man hier alles machen kann. Wir hatten ja heute schon im Laufe der Sendung einmal Maniküre, Pediküre geht by the way auch. Ja, wir haben, Alina wollte eigentlich meine Füße zeigen, aber ich dachte, ey, das möchte ich euch nicht antun. Lieber nicht. Lieber nicht, genau. Beim nächsten Mal. Ich muss vorher noch mal 3 Wochen zur Massage. Damit das überhaupt klappt. So, was passiert denn jetzt hier? Was machen wir? Also jetzt nach dem schönen Kosmetikbehandlung, wo die Haut schon viel frischer, viel gesünder, viel straffer aussieht, jetzt natürlich der Traum von jeder Frau, Make-up. Um schön und cool auszusehen. Ja. Oder der Albtraum vom Mann. Es kommt immer auf die Perspektive an. Manchmal hat man auch das Gefühl, wenn man morgens aufsteht, die Frage zu stellen, wer bist du denn? Das war gemein, ich weiß.
Aber ich dachte das ja, nein, mit dem Augenzwinkern. Was ist denn so die, was sind denn so die Trendfarben für die Frau für, die, für das Jahr 2016? Das heißt, was darf Vera machen und was dürfte sie nicht? Also für die 2016, das ist sehr, sehr natürliche Töne, sehr modern. Betonte Augenbrauen, etwas bisschen breiter. Auch bei dem Lippenstift auch etwas Natürliches, so was Pasteliges. Okay. Ja? Was natürlich so diese Jugendliche betont. Nicht so ganz, ganz kräftige Farben, sondern was ganz Dezentes, ganz Natürliches. Tja, so läuft das. Hört sich sehr gut an. Dürfen eigentlich auch Männer Make-up machen? Natürlich, also bei dir sowieso kann man das machen. Ja? Für die Dreharbeiten. Ja. Ah ja, selbstverständlich. Zum Beispiel das. Aber sonst noch. Aber Privatleben? Nein. Geht nicht, ne? Braucht man nicht. Weil ich habe letztens gelesen, es gibt auch Männer-Make-up. Ja. Es gibt Männer, die das ja machen. Ich muss gestehen, es ist mir too much. Es kommt darauf an, wofür man das braucht. Es gibt Männer zum Beispiel, die haben große Narbe im Gesicht. Große Nasen im Gesicht? Narbe. Entschuldigung. Kann man dann retuschieren, aber auch mit Make-up. Optisch, die Nase kann man auch kürzen. Ja. Ja? Um ein bisschen Rouge zu benutzen, so bräunliche Töne. Und dann bekommst du kürzere Nase. Möchtest du irgendwelche Andeutungen machen? Nein, ich habe nur die Frage beantwortet. Ist klar, liebe Freunde. Ja. Vera, wenn du jetzt so auf Party gehst, ja, ziehst quasi mit deinen Mädels, mit deinen Freunden um die Häuser. Wie lange brauchst du eigentlich vom Spiegel? Aber ehrlich sein, bitte. Es ist immer unterschiedlich. Entweder wenn ich morgens warte mal ganz kurz. Ja. Lass mich mal aussprechen. Wenn ich morgens aufstehe und frage, wer bist du, wie du das vorhin meintest, dann brauche ich natürlich ein bisschen länger. Aber manchmal stehe ich auf, die Haare liegen, ich sehe fresh aus und dann brauche ich höchstens halbe Stunde. Ja. Halbe Stunde, eine Stunde. Krass, sehr interessant. Aber es sei denn, da kommt dazu, die Frage, was ich anziehen werde, dann brauche ich, da kommt noch mal halbe Stunde drauf. So bei Frauen. Ich setze mich vor meinen Kleiderschrank hin und denke, okay, das Oberteil, das, nee, oh scheiße, die Hose ist in der Wäsche, oh shit, okay, magst das kann ich auch sehen. Ja, klar. Ja, das kann auch manchmal kompliziert werden. Eine Miss hat es grundsätzlich nicht einfach. Ja, Make-up, Kleidung, eine Miss, ja, ist ja so doll, Miss und Frau Miss, also Miss halt. Aber Miss ich denke, halt. Jede Frau hat mich einfach. Ja, definitiv. Ja. Also ich glaube, dass es die Frau schwieriger hat als der Mann. Vor allem, wenn sie 300 Paar Schuhe und 30.000 Taschen hat. Wie soll man da dann die richtig rausfischen? Ist doch so. Wie viele Schuhe hast du? Wie viele? Alles inklusive. Schuhe, Pumps, alles. Sneakers. Okay. Ich habe nicht so viele Klamotten, leider. Aber ich wünschte mir, ich hätte viele Klamotten. Die Schuhe, die ich trage, sind, glaube ich, das ist ein Paar, die. Und ansonsten insgesamt an Schuhen habe ich, das ist schon viel. Aber die trage ich alle nicht, das ist traurig. Das ist traurig, dass ich die alle nicht trage. Und die liegen dann einfach nur rum. Aber es sind ungefähr um die 20, 25, aber mit allem jetzt, ne? Du hast nur 20 Paar Schuhe? Das ist voll wenig. Siehst du, sag ich doch. 20 Paar, das ist doch viel zu wenig. Da habe ich ja sogar mehr. Was? Ja, siehst du? Ja, so sieht's aus. Sehr neidisch. Ja. Kannst mal sehen. Da habe ich ja sogar mehr Schuhauswahl zu Hause, liebe Freunde. So sieht's aus. Auch wenn ich auch immer dieselben 5 anziehe, aber ist bei mir auch nicht anders. Ich ziehe auch immer dieselben 5 an, obwohl ich auch, glaube ich, 70 habe. Wir sind gleich fertig hier. Magst du jetzt in den Spiegel gucken? Magst du bitte in den Spiegel? Und dann den Satz sagen, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Nur du, Bedo, bist der Schönste im ganzen Land. Außer hinter den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen, ist sie die schönste Frau. So, wir müssen, ich lasse jetzt dich walten und dann machen wir gleich mal einen Abgang. Bitte schön. Let's go. Schönes Auto. Ja. Ja. Finde ich auch. Cool. Schönes Auto. Direkt vor meiner Nase eine Kamera und macht die Sache ein bisschen kompliziert gerade, aber wir kriegen es hin. Das schaffen wir natürlich. Ansonsten, falls was ist, kann ich auch lenken. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ey, im Auto zu fahren ohne Musik, das geht gar nicht. Hast du eigentlich deinen Führerschein? Nee. Noch nicht. Wieso nicht? Bin dabei.
Hat sich nicht ergeben, oder warum? Keine Zeit. Nein, okay. Keine Zeit. Man könnte ja denken, die Miss ist da nicht viel. Oder ist es bei dir eher genetisch veranlagt, dass du so ein schmales Persönchen bist? Ja, es ist bei mir genetisch veranlagt. Ich weiß, viele Mädels hassen mich vielleicht dafür, aber ich kann essen, wie viel ich will, und ich nehme einfach nicht echt zu. Ja. Und wenn ich irgendwie. Weißt du, was der Witz ist? Da sind es nicht nur Mädchen, die dich hassen. Ich hasse dich auch gerade. Und ich hab ich euch alle alles lieb. Essen. Ah, von meinem Papa habe ich das. Wieso ist dein Papa so ein zartes Pflänzchen? Nee, aber ich habe die Größe von ihm und irgendwie die Beine und so weiter. Meine Mama ist ja klein. Und ah, okay, verstehe. Ja, ja. Deswegen denke ich mal, ich habe das von Papa. Die Beine vom Papa klingt komisch gerade nebenbei. Hä? Ey, das ist Radio! Echt jetzt? Ich schwör's dir, das war die ganze Zeit auf lautlos. Das ist nicht meine Musik. Gib mal Chaka. Ja, liebe Freunde, zwei Doofe und ein System. Ja. Also das Ding war nur auf lautlos und wir denken die ganze Zeit, hier ist keine Musik im Auto. Ja, egal. Ich krieg mein Handy jetzt aufzuladen. Genau. Wenigstens können wir das Handy aufladen. Wir sind jetzt auf der Strecke, sind noch Ecke Mundsburg gleich und haben uns quasi von Alina verabschiedet und fahren Richtung Bergedorf und wollen endlich lecker essen, denn wir haben wirklich Mordshunger. Ich weiß es ja nicht, wie du es mit dir ist. Oh ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch meinen Magen knurrt schon die ganze Zeit. Frühstückst du eigentlich ordentlich? Ja, ein Frühstück muss sein. Ja? Ja, auf jeden Fall. Was ist dann so ein klassisches Frühstück einer Miss eigentlich? Ja, was denn? Ist das so? Es hängt von jedem Miss ab. Es okay. gibt Leute, die frühstücken wenig, nur Müsli. Das würde mir niemals ausreichen. Mhm. Wenn ich ein Müsli essen würde, dann würde ich noch mal ein Rührei mir braten. Oder so. Also für mich muss es schon auf jeden Fall sehr deftig sein. Und das hält auch lange an und somit denke ich dann den ganzen Tag nicht die ganze Zeit ans Essen, sondern einmal gut gefrühstückt und dann kommt der Mittag irgendwann mal. Da fällt mir gerade ein, hattest du eigentlich so Favoritinnen, so bei der Miss Hamburg war? Ja. So eigene? Ja. Ja? Hatte ich gehabt. Außer Nummer zwei selbst, meine ich. Ja, nee, doch, hatte ich. Hattest du? Ja. Weil, aber die würdest du uns wahrscheinlich jetzt nicht verraten, oder? Muss nicht unbedingt sein. So, liebe Freunde, wir sind angekommen. Wir können jetzt nämlich lecker essen gehen. Madame, folgen Sie mir. Dankeschön. Also, da geht's rüber, denn da drüben ist Pamukkale Kiss. Und da heißt es für uns am heutigen Tag essen, endlich. So, bitte, lass uns rüber gehen. Ladies, zack, die Bohnen. So, bitteschön. So. Merhaba, hoş bulduk. Şöyle alayım abi. Eyvallah, sağ ol. So, nehmen Sie bitte Platz. Ja, natürlich, der Mantel, höflichkeitshalber, muss. Ich mache das auch nur vor der Kamera, liebe Freunde. Normalerweise, ich muss das jetzt, bei mir wird es kompliziert wegen Mantel. Warte mal, daran haben wir aber nicht gedacht, ne, bei mir. Warte. Ja, geht. So. Gehst du eigentlich gerne türkisch essen? Ja, sehr gern. Was isst du denn so gerne? Was sind so, deine Lieblingsgerichte? Eigentlich alles. Ich mag sehr gerne Kebab, Dönerfleisch, Dönerteller sowieso. Und letztens war ich auf dem Stein am Unfall essen. Hm. Und da habe ich Lammgeschnetzeltes mit Burgur. Und ja, war echt lecker. Ich liebe türkisches Essen auf jeden Fall. Ja, dann bist du eigentlich, glaube ich, hier im richtigen Hause angelangt. Ja, bin ich auf jeden Fall richtig. Hallo. Hallo. Merhaba. Dankeschön.
Der obligatorische schwarze Tee gehört natürlich dazu. Welcome. Am Anfang, in der Mitte und am Ende kannst du mal schwarzen Tee trinken. Ist so. Nee, in der Mitte kommt Ei ran. Ja, stimmt. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Zucker? Ja, gerne. Das ist sehr höflich, sehr nett von dir. Dur. Was machst du? Obwohl wir Türken trinken ja auch den Tee grundsätzlich sehr süß. Ich leider, ich halte mich zurück. Ja, Low Carb, Mo Carb, weißt du? Musst du mal aufpassen, dass ich nicht zu viel Kohlenhydrate zu mir nehme. Aber was ich noch sagen wollte, das Restaurant hier kann ich euch ans Herz legen. Es gibt ja zwei in Hamburg. Es gibt das Pamukkale in der Susannenstraße oder halt das Pamukkale hier in Bergedorf. Lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Und Essen kommt gleich. Boah, habe ich einen Hunger. Andy. Weißt du, was das Interessante ist? Das für den Zuschauer ist das nur dieser eine Moment. Ja, der Zuschauer wird jetzt ungefähr bei Minute 38 sein. Ja, aber wir haben, glaube ich, schon die fünfte Stunde hinter uns und verhungern eigentlich. Ja. Ja, gehört dazu. Wenn eine Miss hungert, dreht sie durch? Bin ich heute durchgedreht? Ja, ich weiß ja nicht, ob du vorher gegessen hast. Du hast zwar gesagt, nicht. Du hast gefrühstückt, aber... Ich habe nicht gefrühstückt. Hast du nicht? Ich habe nicht. Wir haben über Frühstück gesprochen. Ach, das aber so ich habe nicht gefrühstückt. Ach, ja. Deswegen meinte ich ja nicht, dass ich irgendwie, weil wenn man Hunger hat, dann hat man und lange, auf eine lange Zeit Hunger, dann zieht sich der Magen zusammen und dann kann man nicht mehr viel essen. Richtig. Darüber haben wir doch gesprochen. Stimmt. Genau. Haben wir im Auto gerade. Ja. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, das ist das Dilemma. Also, und ich bin auch nicht durchgedreht, glaube ich. Deshalb alles gut. Okay, verstehe. Pamukkale in der alten Holstenstraße 56 gibt es diesen leckeren Eidan. Eidan heißt Joghurt mit Wasser verdünnt. Ja, und gesalzen. Gut für den Salzhaushalt im Körper. Ja? Wenn man zum Beispiel im Sommer viel schwitzt, dann muss man eigentlich viel Eidan trinken. Dann läuft's auch. Läuft. Prost. Kann man damit anstoßen? Weiß ich nicht. Kriegen wir hin. Ja, wir tun's einfach. Ne? Also damit kriegt man sogar so einen Schnauzer. Da haben wir so. Also, nee, es ist ein Milchschnauzer, nennt man das. Das ist ein Eidan-Schnauzer. Da muss man wegkriegen. Trinkst du sowas gerne eigentlich? Ja, sehr gerne. Mhm. Mit Eiern kann man ja nie was falsch machen, ne? Mhm. Oh mein Gott, da kommt so, jetzt was. Kommt Pass auf, da jetzt geht's los. Achtung, festhalten. Oh. Wir packen es mal hier hin. Und sehr lecker. Gemischte Platte. Abi Raschkische gelecek da. Noch. Bak, sie ist Miss. Sie isst so viel. Ich bin Mister. Ich esse so viel. Und der Rest für alle anderen. Und Update. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ja. Sollte ich euch das mal zeigen, liebe Freunde? Könnt ihr das überhaupt sehen? Auf jeden Fall. Guckt ihr das mal an, das ist monstermäßig. Das ist, guck mal, so lecker sieht das aus. Ja, das ist die gemischte Platte von Adana bis Lahmacun, bis Bulgur, bis Hühnchen. Dazwischen ist auch noch Döner. Ja, nicht Jok, Abi, ja. Nick, also, guck mal, das kann man nicht übersetzen. Jok. Gibt's nicht. Heißt das, würde es übersetzt heißen. Das ist unser lecker Essmesalat. Ah, Esme. Scharf, ja. Mhm. Scharf, aber scharf mit R, nicht scharf, ne? Ja. Buddha? Judge. Aufhängejoghurt. Aufhängejoghurt, ah. Ja, nicht Tzatziki, das heißt Aufhängejoghurt. Judge. Ich mag das nicht. Das heißt auch nicht Pizza, türkische Pizza. Das heißt Lahmacun. Ja, was? Integration? Ja, ist so. Muss man wissen. Dankeschön. Çok sağ ol. Abi, sarımı saklı mı bu? Yok. Değil mi? Ha. Nein, ich wollte nur fragen, ist das mit Knoblauch oder nicht? Ist nicht mit Knoblauch. Also darfst du essen. Super. So, dann lass es dir schmecken. Bei allen läuft's und bei uns sowieso. Ja. Ist das krass oder ist das krass? Zwei Personen, 2,5 Minuten Werbepause und das ist das Ergebnis. Auf jeden Fall muss ich sagen, diese Miss, sie isst. Ja? Also, falls ihr mal so eine leckere Platte essen möchtet, mit allen möglichen Zutaten, dann schaut hier gerne vorbei. Hier Pamukkale Bergedorf, alte Holzenstraße 56. Hier gibt es wirklich leckeres Essen. Ich glaube, dir muss ich nicht die Frage stellen, hat es dir geschmeckt? Nee, brauchst du auch nicht. Es war echt sehr, sehr, sehr lecker. Ja, hat sich erübrigt, glaube ich, in diesem Falle. Sieht man doch, ne? So, kommen wir zum Quiz, Madame. Ja. Challenge Time. Battle der Missen. Also Battle Miss Hamburg gegen Mr. Hamburg. Wir haben hier die Fragen rechts auf dem Rechner stehen.
Und ja, genau. Rechts haben wir die Fragen. Die werdet ihr natürlich als Grafik vor euren Augen haben. 10 Fragen. Zu jeder Frage gibt es 4 Antwortmöglichkeiten. Eine ist richtig, 3 sind falsch. Und die richtige Frage halten wir vorne in die Kamera. Okay? Erste Frage lautet: Wie groß ist die Flügelspannweite des weltweit größten Schmetterlings? A. 50 cm, B. 100 cm, C. 30 cm, D. 15 cm. Wie groß ist denn ungefähr das größte Schmetterling? Sonne gucken. Also, ich habe da eine Vermutung. Ach ja. Hört man uns ja gut eigentlich so nebenbei? Ich lenke mal vom Thema ab, damit sie. Ja, hast du? Ja. Hast du die Antwort? Ja. Ich teile die Antwort. Was sagst du? Ich sag D. Ich sag A. Es ist C. Ja. Echt? 30? Ey Mann, das waren eigentlich 30, ne? Ich habe falsch abgerechnet. Egal, weiter. 0-0. Ich glaube, das sind 15 ungefähr. Der Verlierer muss beide wohl irgendwas machen, ne? Nur zur Info. So, komm. Zweite Frage. Wie lang ist das längste Horn eines Nashorns, das je gefunden wurde? A. 26 cm, B. 46 cm, C. 72 cm, D. 1,58 m. Wie lang ist das längste Horn eines Nashorns? Boah, ich würde sagen... Ich rate jetzt auch mal. Oder, ja. Ja, raten wir. Was sagen wir? Du sagst B? Ja. Echt? Ich sag D. 1-0. Das muss ich sehen. Das muss ich sehen. Das googeln wir gleich. Was? Okay. Okay. Dritte Frage. Was sind Malven? A. Pilze. B. Meereskrebse. C. Blumen. D. Insektenlarven. Malven. Malven. Was könnten Malven sein? Ich habe da eine Vermutung. Warte mal, darf ich kurz überlegen? Natürlich, darfst auch lange überlegen, nicht zu lange. In Pamukkale hat man immer auch nebenbei Zeit für Nachtisch, für Tee. An dieser Stelle mit freundlicher Unterstützung von vielen Dank. Was? Ah, du bist fertig? Ja. Ich sag A, was sagst du? Du sagst D. Das dachte ich auch, Blumen. Achso, und dann mal wen und wohl wen mit Larven. Ich hätte Pilze gedacht, ehrlich gesagt. Ich dachte auch erstmal Blumen und dann dachte ich irgendwie Insektenlarven, weil das für Blumen okay. zu schön klingt. Vierte Frage. Alle Pinguine haben an Land die gleiche Sehschwäche. Welche? Blindheit, Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, optische Brechung. Was ist denn eine optische Brechung? Noch nie gehört. Optische Brechung? Optische Brechung. Ah, ich verstehe ungefähr. Optische Brechung. So wie beim Fernseher, wenn er so, weißt du, flackert. Aber wenn es flackert, ist so. Ja, denk schon. Also ich würde mal sagen, Pinguine sind Tollpatsche. Plumpst du nochmal hin, dann können sie aber nicht kurzsichtig sein. Ich habe eine Vermutung. Ich würde sagen, das hier. Also ich würde sagen... 1-0 für Bedo. By the way, ja, nebenbei. Haben wir. Was sagen wir? B und C? 1-1, okay. 1-0 für Bedo. Wiederhol das mal bitte nochmal. 1-1. 1-1. Ja, 1-1, okay. Welche der folgenden Landeshauptstädte hat die wenigsten Einwohner? Schwerin, Erfurt, Potsdam, Saarbrücken. Boah. Hast du? 1-1. Meinst du? Was war als erstes? Wir sagen beide B. A. Er wusste. Sechste Frage, weiterhin 1-1 Spielstand. Pamela Anderson und Kid Rock waren immer mal wieder ein Paar und heirateten 2006. Wie lange hielt die Ehe? 255 Tage, 122 Tage, 2 Jahre oder 6 Monate? Ich glaube, das weiß ich wirklich. Das weiß ich, glaube ich, wirklich. Gar keine. Das weiß ich, glaube ich, wirklich. Also. Aber du weißt, wer Pamela Anderson ist? Nee, nur. Die mit den 2 Bojen. Bei Baywatch. Ich habe auch nie verstanden, warum die bei Baywatch mit einer Boje rumrennt. Also, na egal.
Anderes Thema. Ich habe keine anderes Ahnung, Thema. Deswegen würde ich sagen. Was sagst du? Ich sage D. Und ich sage A. Aber du stellst B, B, ne? B, habe ich. Meine ich B. 122 Tage. Okay. Ja, das wusste ich noch. So viel zur Yellow Press Info. Weißt du, so auf so Sternchen und so Infos. Sowas lese ich, glaubst du es mir? Aus Langeweile meistens. Aber okay. 6 Monate, wie viel ist das denn in Tagen? 6 Monate? Das sind 180 Tage. 6 mal 30 sind 180 Tage. Ja, und 122, das liegt ja schon daneben ziemlich. Na gut, egal. Das war jetzt so eine Missenlogik, ehrlich. Das war echt eine Missenlogik. Okay, nächste Frage. Welcher Star war noch nie im RTL-Dschungelcamp? Also sie war auf jeden Fall noch nicht da. Michaela Schäfer, Willi Herren, Till Schweiger, Patrick Noh. War noch nicht. Ja, das weiß man ja eigentlich. Also das weiß man. Ja, ist ja klar, ne? Ja. Also 3-2, wir müssen Gas geben. Hier, ich kriege von da hinten schon Haue. Wann wurde Arnold Schwarzenegger geboren? 25. März 1951, 30. Mai 1964, 30. Juni 1947 oder 25. August 1934? Warte mal, kurz nachrechnen. Warte mal, kurz nachrechnen. Weißt du, wie alt er ist? Dann würde ich auch das gerne. Ich wusste es ungefähr. Der könntest du mir auch sagen, bitte. Ich glaube, ich tendiere zu dem hier. Aber ich weiß es nicht. Glaube ich. Maybe. Hast du? Warte mal ganz kurz. Ja, ich sage. Du weißt auch nicht? Ich sage B. Ich sage A. C. Gut, ich führe noch. Ich führe noch, alles gut. Zwei Fragen. Zwei Fragen. Natürlich ist der Typ, oh, der ist oldschool. Welches Lebewesen erzeugt als erster Sauerstoff durch Photosynthese auf der Erde? Grünalgen, Cyanobakterien, Kieselalgen, Dinoflagellaten. Was für ein Ding ist das denn? Ich sag. Welches Leben? Ich bleib hier. Was? Achso, nimmst du alle vier? Ja, genau. Okay, ich fange an. Nochmal, warte mal. Bitte. Welches Lebewesen erzeugt als erstes Sauerstoff durch Photosynthese auf der Erde? Grünalgen, Cyanobakterien, Kieselalgen oder Dinoflagellaten? Das letzte klingt wie so ein Gericht. So wie Fladenbrot. Dinoflagellaten. Was? Oder Dinoflagellaten Macchiato oder was ist denn das? Mal ehrlich, komm schon. Das gibt's doch gar nicht. Ne? Kein Wunder, weißt du, dann kommt die Ausländer. Was ist das? Achso, ich nehme A. Du nimmst B. 2-2. Letzte Frage, entscheidende Frage, könnte sein. Wieso freut ihr euch beiden eigentlich so gerade wie Hulle hier? So, letzte Frage. Welches der folgenden Tiere ist ein Verwandter der Giraffe? Zebra, Ameisenbär, Elefant oder Okapi? Was ist ein Okapi? Keine Ahnung. Zebra. Oh, wenn ich das verkacke, ey. Entschuldigung, meine Wortwahl. Wenn ich das verhaue, liebe Zuschauer, das ist nicht gut. Also, da ich nicht weiß, was ein Okapi ist, dann nehme ich D. Ich nehme auch D, weil ich das nicht kenne. Stimmt das überhaupt? Ja! Ja, jetzt haben wir unentschieden. Jetzt brauchen wir eine Schätzfrage. Normalerweise brauchen wir jetzt eine Schätzfrage. Habt ihr eine Schätzfrage? Zwischenzeitlich schauen wir uns nämlich die letzte Matz am heutigen Abend an. Und da haben wir was Witziges zusammengeschnitten. Da ging es um deinen Sieg und um einige interessante Aussagen während der Misswahl. Sehr lustig. Schaut euch das Ganze mal an. Bitteschön. So, liebe Freunde, die Nummer 1 steht fest. Hier steht sie. Miss Hamburg 2016. Vera, wie fühlst du dich? Wie geht es dir? Ich fühle mich schlecht. Natürlich fühle ich mich fantastisch. Ich bin überglücklich. Ich habe gewonnen. Die Last ist ab. Ja. Jetzt muss man nur eine Szene zusammenschneiden. Und das ist die Szene ganz am Anfang, wo wir ganz am Anfang der Sendung quasi Backstage waren und ich nach deiner Nummer gefragt habe. Und du hast was gesagt? Ich bin die Vera und ich bin die Nummer 1. Ich dachte, du bist die Nummer 1. Ich bin die Nummer 1. Leute, das war ein Wink von da oben. Du bist die Nummer 1. Herzlichen Glückwunsch, jetzt bist du die 1. Dankeschön, das bin ich wirklich. So, jetzt kommt natürlich auch der kleine Nachtisch für uns. Künefe mit Eis.
Hammer. Engelslocke, Mozzarella-Käse, schönem Sirup. 3 Sekunden Genuss. 3 Sekunden. Pass auf! Macht nichts, ich halt schon. 3 Sekunden Genuss auf der Zunge, 3 Jahre auf der Hufte. Nur zur Info. So, bevor wir das essen, wir lassen das mal in Ruhe ein bisschen liegen. Die Schätzfrage kommt nämlich jetzt. Einer muss ja verlieren heute. Was ist die Schätzfrage? Mein lieber Felix. Wie viele Stunden Videomaterial werden pro Minute weltweit bei YouTube hochgeladen? Wie viele Stunden Videomaterial werden weltweit bei YouTube hochgeladen? Pro Minute. Pro Minute. Wie viele Stunden pro Minute werden bei YouTube hochgeladen? Okay. Was hast du? Ich habe 379 Stunden. Was hast du? Ja, ich tue. 1000 und? 48. So. 1000? Ja, schauen wir mal. Keine Ahnung mit YouTube. So. Liebe Vera, lieber Bedo. Da ihr vorhin ja schon hübsch gemacht wurdet, haben wir uns überlegt, das Ganze noch zu finalisieren. Der Gewinner von euch darf mit verbundenen Augen sein Gegenüber mit Lippenstift schminken. Wie? Er mit verbundenen Augen? Ein Mann mit verbundenen Augen? Haben wir auch Schminktücher da? Nochmal, warte mal, darf ich sie dir zumachen? Ja. Guck mal, ich mach's jetzt. Warte mal, Lippenstift? Warte mal. Ach so. Oh. Geht's. Wie mache ich das denn? Schön. Ja, freu du dich auf, das, auf den Kaffee und Süßstoff. Aufmachen, so. So rum. Andere Seite. So wie zum Thema Bedo hat Arme. Kannst du bitte die Seite benutzen? Nein. Hallo, ich wiederhole es. Ein Mann mit verbundenen Augen. Trau mir doch. Komm. Warte, ich guck. Komm her. Ja, komm. Machst du das nicht mit verbundenen Augen? Doch, mache ich. Aber ich will, darf ich? Ich will gucken, damit ich keinen Scheiß baue. Ich will das erstmal probieren. Okay? Na, ich werde schon hinkriegen. Okay, pass. Guck mal, ich bin penibel und über auch noch. Ich hab's gleich. So. Okay. Wo ist der Stift? Ja. Und geh mal her. Hallo. Und, ja, ja. Wo ist denn der? Geh mal her. Okay. Vertrau mir, okay? Ich will Spielverderberin sein, also let's go. Vertrau mir. Warte, ich will einmal luschen. Einmal luschen. Oh, falsche Seite. Ja, deshalb wollte ich ja luschen. So, reicht das so? Okay, komm her. Vertrau mir, okay? Vertrau mir einfach. Vertrau mir. Komm mal mit dem Gesicht her. Oh Gott. Vertrau mir. Oh Gott. Warte. Höher oder runter? Sag's mir einfach. Ich weiß nicht. Komm doch mal her. Komm doch mal her. Ich kann nicht mehr. Vertrau mir doch. Sag ein bisschen höher oder tiefer? Kann ich nicht deine Hand so aufnehmen? Ja, nimm. Ja, ne? Klar. Oh, komm doch mal her. Guck mal, du nimmst meine Hand und zeigst mir. So. Und nach links. Ja. Ja. Jetzt ist nach unten rechts. Ja. Aha. Ja. Oh, was ist meine Zähne? Komm doch hin, oder? Wo bist du denn? Ja. Okay. Mhm. Und jetzt die obere? Achso, okay. Alles klar, wir sind fertig. Ja, guck. Ist doch in Ordnung. War doch nicht so schlimm, oder? Wobei, das müsste man anders machen. Jetzt kommt der Profi. Komm mal mehr. Ja, komm. Kennt ihr den aus der Türkei? Gelbach im Düsseldorf. So, liebe Freunde, das war's für heute Abend. Ich danke dir vielmals. Ja, danke dir auch. Ey, meine Finger haben mehr Farbe anbekommen als deine Lippen irgendwie, oder? Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich danke dir, Vera. Viel Glück. Danke. Nächste Woche bist du ja weg. Jo. Nee, ab morgen bist du weg. Also wenn die Sendung ausgestrahlt ist, morgen bist du weg. Stimmt. Ja. Dann gehst nach Fuerteventura. Ich drücke dir für im Missencamp viel Glück. Danke. Viel Spaß als erstes. Dankeschön. Und dann viel Glück bei der Misswahl. Dankeschön.
Und wir sehen uns bald wieder, liebe Freunde. Bleibt uns treu und weiterhin fleißig Oriental Night schauen. Jeden Samstag um 23.15 Uhr sind wir on air. Und an dieser Stelle der ganz große Danke noch einmal an Elita Beauty in Eppendorf. Vielen, vielen Dank. Und natürlich Pamukkale Bergedorf. Schaut vorbei, wenn ihr Lust und Laune habt. Alte Holzenstraße 56. Auch gerne in der Susannenstraße. Da sind die auch noch. Ja? Aber hier würde ich sagen, heute 5 von 5 Sternen. 5 von 6 Sternen sogar. Ich gebe noch einen 7. Stern. Du auch? Ja, ich gebe 10. Mit den Lippen musst du 10 geben. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Tschüss. Die rote Lippen sollte man küssen. In diesem Sinne, tschüss. Ah. Präsentiert von Ihrem Orientteppich Wasch- und Reparaturspezialisten aus der Speicherstadt. David Rosenberg, Ihr Orientteppich-Experte seit 1960.